Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es ein Video, wo ich mich mit Sicherheit fremdschämen werde. Über mich selbst. Denn wir werden heute gemeinsam zusammen. What? Wir schauen uns heute meine alten Videos an. Und zwar wirklich ganz, ganz alte. Einer der ersten Videos, die ich gedreht habe. Ich weiß nicht, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mich jetzt ein wenig schämen werde, weil schon so viel passiert ist. Ich meine, ich habe mich selber sehr verändert und auch vom Äußerlichen und allgemein auch von meiner Art her, würde ich sagen. Ich gehe jetzt einfach mal auf meine Videos drauf und wir gucken gemeinsam uns die Videos an. Das erste Video, was wir uns angucken, ist von 17.08.2011. Vor 7 Jahren, Leute. Und es ist das Nicole Scherzinger Hair Video. Ich war ja damals ein richtiger großer Fan von Nicole Scherzinger. Und jetzt gucken wir uns einfach mal das Video gemeinsam an. Hi ihr Süßen, heute gibt es von mir ein Nicole Scherzinger Hair Tutorial. Tutorial? Ich habe voll auf die Anfrage bekommen, dass ich einmal ein Hair Tutorial machen soll. Oh mein Gott, ja, wie ich rede. Heute Tutorial. Ist die beste Gelegenheit dafür. Und beginnen wir. Und zwar beginnen wir erstmal mit dem Hitzeschutz. Da benutze ich den wie von rede ich Got da? To Be. Got to Be. Got to Be. Ist mit Gloss Finish, 220 Grad. Kann das sein, dass ich damit genuschelt habe? Ich meine, tue ich immer noch ein bisschen, aber da noch mehr, oder? Damit spucke ich das ganze Haar. Oh Gott, ich war so ein Baby irgendwie da. Ich weiß so. Nicht. Hm? Ist einmal so. Oha, wie gehe ich mit meinen Haaren um? Und wie viele Stufen hat ich? Egal wie oft ich meine Haare kämme, wenn ich aufstehe oder einmal von aus der Dusche komme, ich habe immer Knoten drin. Ist heute nicht anders. Trotz Spülung. Ich habe sehr dickes Haar. Ich habe sogar noch ausgedünnt. Ich habe beim Friseur, habe mir Stufen gemacht. Wieso rede ich so ausgedünnt? Ich habe sogar normal noch viel dickere Haare. Ja. Okay. Mal okay. Wenn wir das schon mal hätten, dann trockne ich jetzt das Haar. Föhnen. So, wenn wir die Haare jetzt trocken haben, mache ich mir jetzt einen Mittelscheitel. Okay. So. Oh, ich sah früher ganz anders aus. Irgendwie kann es sein, dass ich damals irgendwie sogar älter aussehe als heute. Jetzt kommt das nächste Video. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das war vor 5 Jahren und zwar eine Hose, 3 Outfits. Egal, wir klicken das jetzt einfach mal an und schauen uns das auch mal gemeinsam an. Oh mein Gott! Wie habe ich die Sachen kombiniert, bitte? Oh mein Gott, das ist so schlecht. Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder von mir ein Outfit of the Day. Also was heißt hier ein Outfit? Also es ist ein 3 Outfits. Es ist ein kombiniert mit einer Hose. Und zwar sehr schlecht kombiniert. Und das Oberteil, also 2 Oberteile, die ich euch zeige mit der Hose, aus der Kinderabteilung. Also und die waren mir trotzdem zu groß. Wissen, ich bin gerade mal 1,50 klein und ich kaufe auch bei H&M in der Kinderabteilung ein. Und heute zeige ich ab euch immer noch eine graue Hose kombiniert mit 3 Oberteilen. Oha, Und ja, also ich zeige euch jetzt Variation Nummer 1. Variation? Ein Stückchen nach hinten. Oh mein. Diese Alternative. Was habe ich da für eine schlechte Qualität auch an den Videos? Meine Qualität war echt grottenschlecht. Kinderabteilung für 19,95 €. Und dazu noch diese Hose, wie gesagt, auch H&M. Das sieht scheiße aus. Und ich finde, diese Hose ist wirklich super klasse und genau für meine Größe gemacht. Nein, und die ist zu lang. Die ist luftig. Luftig? Man kann sie auch im Alltag tragen, so wie. Oh Gott, und diese Tasche noch. Zum Ausgehen. Und falls ihr diese Kombination tragen wollt, wenn ihr zum Beispiel ausgeht, dann könnt ihr das super mit einem silbernen Klatschbag. Klatschbag. Kombinieren. Und zu den Schuhen, dazu mache ich euch noch einen Screenshot. Und zwar
sind das schwarze Schimmernieten. Und ja, also das wäre erstmal Outfit Nummer 1. Oh mein Gott. Einmal dieses Oberteil. Das sieht so schlecht aus. Silber. Und aus der Kinderabteilung H&M für 19,95 €. Und die Hose ist auch, wie gesagt, aus H&M für 17,95 € aus der Kinderabteilung. Aber ja, wir haben es verstanden, es ist von der Kinderabteilung. Soweit ich mich entsinnen kann, gab es in H&M auch diese Hose auch in der Erwachsenenabteilung. Ach echt? Okay. So, das wäre dann also Kombination Nummer 1. Was habe ich mal mit Kombination Nummer 2? So, kommen wir nun in Variation Nummer 2. Und zwar ist es dasselbe Oberteil, nur in Metallic Grau. Das andere war ja Metallic Silber. Ach. Und das ist auch Metallic Grau. Ja. Abteilung. Und ja, also ich finde die Kombination mit dem Oberteil sogar noch schöner als das mit dem Silbernen. Okay, ich bin gespannt, ob es schöner ist. Das kombiniere ich am besten mit einer Tasche. Mit Boah, ist die hässlich, die Tasche. Aber das Licht verfälscht die Farben. Aber das oh mein ist so Gott! Eine, auch so eine graue Tasche, so ähnlich wie meine, wie mein Oberteil. Auch bei dem Outfit gehe ich mal ein Stückchen zurück. So würde das Outfit komplett aussehen. Das sieht einfach grottenschlecht aus und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ist das Video eigentlich noch öffentlich? Ich muss das echt privatisieren. Aber okay. So, jetzt machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Video. Und zwar, ich erinnere mich auch an dieses Video überhaupt gar nicht mehr. Das heißt Vorbereitung Shooting Make-up Teil 1. Das ist vom 1.6.2012. Und oh, auf geht's, Moment. Oh Gott, das Intro. Cleopatra 2804. Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich bin's wieder. Heute gibt's dann wieder von mir ein Tutorial und zwar... Guckt euch mal mein Make-up an. ...einen Look, was ich bei einem Fotoshooting getragen habe. Es geht ja um dieses Make-up und... Ich bin ja auch so ein Model. Haartutorial. Um diese Haare. Ich hatte vor kurzem ein Fotoshooting gehabt. Also ich habe ab und an mal kleine Shootings, die ich auch annehme. Die ich auch annehme? Wer bist du, Victoria's Secret Model? Ein Freund von mir und zwar heißt er Fatih Horn. Und er ist Fotograf. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Internetseite und seine Facebook-Seite in die Infobox und supportet und liked ihm auf jeden Fall. Supported? Wie habe ich früher geredet? Voll nett, dieser Typ. Ich bin auch manchmal voll assi. Egal. Auf jeden Fall. Bis heute noch assi. Präsentiere ich euch halt den meine Look Augenbrauen. Und ich arbeite grundsätzlich mit matten Farben zusammen. Also dann arbeite ich mit matten Farben, weil es sonst auf den Bildern viel zu überglänzt aussieht. Und das habe ich halt auch diesmal gemacht. Ich habe also Highlighter komplett weggelassen und arbeite mit matten Farben. Oh Gott, man hört das Telefon von uns. Okay, ja, und bevor ich es vergesse, eine Foundation habe ich auch aufgetragen. Und zwar benutze ich das Make-up von Shiseido. Shiseido! Die Farbe I40. Nur damit ihr mich halt, falls ihr mich fragt. Kann man bitte jemand ans Telefon gehen bei uns? Alles, was ich benutze und alle Informationen habe ich immer generell in der Infobox verlinkt. Und ja, dann wollen wir jetzt auch mal beginnen. Und zwar jetzt. So, oh mein Gott, diese Effekte! Ich sehe total aus, als hätte jemand ins Gesicht geschlagen. Ja, allerdings. Aber ja, dann beginnen wir jetzt auch. Und zwar beginnen wir erstmal mit einem Eye Primer von Zoeva. Und wir primen erstmal unser Augenlid. So, wir primen unser Augenlid. Boah, die Kameraqualität ist so schlecht. Und vor allem, was ist das jetzt für eine Aufnahme von mir? Jetzt tragen wir einen Dunkelborn von NYX auf. Ein Jumbo Pencil. Nix heißt es. Und zwar die Farbe Dark Brown. Dark Brown. Ich würde heute niemals so schminken. Dieses guck mal, ich habe das so. Guckt euch mal meinen Nagellack an. Und wie wär's mal, wenn du mal deine Poren reinigst? Ey, heftig. Und in Farbe Milk kommt der genau aber, unter unseren Augen. Oh mein Gott, drin. Warum verblendest du das erstmal nicht? Das erste. Oh mein Gott, ich war ja so ein Pro, ne? So. Habe ich das jetzt so gelassen? Jetzt gehen wir in die Lidschatten von Benidora rein und Benidora. Das ist die Farbe Classic. Oh, Leute, wie habe ich geschminkt damals? Das geht gar nicht. Wir tragen diese auf die freie Stelle auf. Das geht gar nicht. Zwischen unserem Dunkelbraun und unserem Weiß. Und vermischen sozusagen die Farben. Boah, grottenschlecht. Ich mache jetzt einfach mal weiter. So, das nächste Video wird sein. Keine Ahnung, was ich da gedreht habe. Mein Weg zum Friseur. Man könnte meinen, das ist ein Video, wie ich meinen Weg beschreibe zum Friseur. Aber
meine Titel waren voll komisch irgendwie. Kann das sein? Okay, klicken wir jetzt einfach mal drauf. Hey, ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, im Bad. Heute gibt es mal eine andere Art Video von mir. Und zwar, ich gehe gleich zum Friseur und ich dachte mir, weil ich so viele Anfragen geschickt habe, was ich meinem Friseur sage, wie er meine Haare schneiden soll, dachte ich mir, mache ich einen Vorher nachher. Also, es wird langsam mal wieder Zeit, dass ich zum Friseur gehe, da meine Haare schon geht. Boah, ich war voll chubby. Oh mein Gott. Und, ja, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Seitenspeck gehabt. Das seht ihr auch. Wie sie jetzt aussehen. Also, oh, guckt mal, Leute. Und meine Haare sahen so schlimm aus. Aber guckt mal, oh mein Gott. Ich war schon chubby damals. Und flach. Und nachher, nach dem Friseurbesuch, werde ich euch auch meine neue Frisur zeigen und euch dann sagen, was ich meinem Friseur gesagt habe, um diese Frisur zu bekommen. Okay? Und wenn ihr dann wissen möchte, bei welchem Friseur ich war, ich gehe immer zu demselben. Jetzt wird noch transportiert, wie gesagt. Und okay, die Haare sehen echt gut aus. Ich gehe heute noch gerne zu meinem Friseur. Könnt ihr das besser sehen? Aber die Leute haben mich so komisch angeguckt. Ja. Jetzt müssen wir das nur noch dran wissen. Und ja. So, das ist jetzt. Ey, die Frisur sieht echt gut aus. Ich bin sehr deshalb gehe ich auch immer zu dem hin. Ich zeige euch den Schnitt noch von hinten. Übrigens, dieser Friseur hat den Soraya-Schnitt eingeführt, weil sehr, sehr viele Zuschauerinnen nach diesem Video bei meinem Friseur waren und die haben alle gesagt, wir wollen den Soraya-Schnitt haben. Das war voll die Ehre für mich damals. Und zwar Frozen Color Pop Make-up. Was ist das bitte für ein Titel? Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Aber das sieht schon mal gut aus. Make-up-Tutorial. Und zwar Tutorial. Dachte ich mir, werde ich euch diesmal ein Colourpop-Make-up nachschminken, wo wir etwas Glitzer da habe ich mich am wenigsten ein bisschen gemacht. Und des Weiteren unten an den Augen mit einem schönen tiefen Blau arbeiten. Tiefen Blau arbeiten. Ja, ich fand den Look sehr, sehr schön und ich dachte mir, ich werde es euch zeigen, weil ich das perfekt finde zum Ausgehen. Und ihr wisst ja alle selber, warum mache ich das eigentlich nicht häufig mit diesem Colourpop? Zu schminken. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit dem Tutorial. Tutorial. Ich fange wie gewohnt mit dem Eye Primer an. Ich nehme immer meinen Kiko Eye Primer und ich verteile es auf das Ganze. Also man merkt auf jeden Fall, da habe ich jetzt ein bisschen mehr gewusst, wie man sich schminkt, ne? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken uns jetzt ein ganz altes Video mit Sevin und mir an. Wenn ihr ein Video sehen wollt, wo Sevin und ich unsere alten Videos angucken, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen mit in den Kommentaren oder mit dem Daumen nach oben. Aber wir klicken jetzt das Video an. Video Get Your Freak On Tag. Aber wieso habe ich da Hashtag 100 stehen? Hashtag 100 Video? Komisch, egal. Wir klicken das jetzt einfach mal an. Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch. Sevin! So ihr Süßen, das war die Sevin und wir haben nachgesprochen und heute machen wir mit. Wie sie aussahen! Get your freak on, Tag! Get your freak on! Get your freak on! Get your freak on! Also es fängt schon wieder gut an. Ja, wie ihr seht. Oh mein Gott! Auf jeden Fall machen wir heute bei diesem Tag mit und ich dachte mir, ja, wir machen eh zusammen. Ja. Auf jeden Fall sind das, wie viele Fragen sind das eigentlich? 15 Fragen? Oh. Ja, das sind 15 außergewöhnliche Fragen. Wie wir aussahen. Vor allem Sevin hat sich schon sehr verändert, muss man ehrlich sagen. Sie sieht heute einfach, nicht dass sie früher hässlich war, um Gottes Willen, aber sie ist heute viel, viel hübscher. Aber ich sah auch nicht früher besser aus. Das geht überhaupt nicht. Dann war das noch, was war da noch? 25 Fragen, jetzt die Fragen waren so ein bisschen, naja. sorry, ich bin auch, wenn ich auch, ich habe also nichts dagegen, aber es waren so langweilige Fragen und dachten mir, wir machen einfach bei diesen tollen Moment ausgedrückt. Übrigens, ich bin jetzt Brillenträgerin. Ach echt, ist kein Mauf gefallen. Als ob sie sich darüber freut, dass sie nichts mehr sieht ohne Brille. Wollt ihr euch mit den Fragen wieder abwechseln oder wie machen wir das? Ich meine Familie damals Chish und Tang genannt. Das heißt, ich heiße heute immer noch Chish und Tang zu Hause. Und ja, ich hatte als Kind voll die Schlitzaugen. Also als Kind. Sorry. Ich sollte nicht laufen. Egal. Jedenfalls. Ja, ein bisschen. Also, aber ich finde das süß. Also egal. Auf jeden Fall finde ich das echt lustig, wenn man sich so alte Videos von früher anguckt. Ich finde das so krass irgendwie. Aber daran sieht man halt auch, wie man sich verändert. Und ich finde das auch eigentlich schön. Wisst ihr, wie ich das meine?
Naja, auch wenn die Vergangenheit jetzt nicht so schön aussah, aber mein Gott, man ändert sich und das ist auch schön, wenn man das alles festhält und ja. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr solche Videos von mir sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ansonsten würde ich sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua. Eure Soraya. Tschüss.